Ryanair hat ihre erste 737 MAX erhalten, viel später als ursprünglich mal geplant. Was das genau für ein Flugzeug ist und warum die MAX gerade bei dieser Fluggesellschaft wirklich spannend ist, das klären wir heute mal und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. 737 MAX bei Ryanair. Die haben jetzt tatsächlich so ein Ding auf dem Hof stehen. Es gibt wohl keine Fluggesellschaft, die so stark und in diesem Ausmaße vom Flugverbot der 737 MAX betroffen war und ist wie Ryanair. Und gleichzeitig gibt es wohl keine Fluggesellschaft, die so gut mit den Auswirkungen des Flugverbots umgehen und klarkommen kann wie Ryanair. Aber bevor wir richtig loslegen, die ziehen das tatsächlich durch mit dem Namen. Also der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, es war ja relativ zügig nach den beiden verunglückten 737-Maschinen klar, dass Ryanair, deren erste fertige 737 MAX ja bereits vor über 2 Jahren bei Boeing vor den Toren stand, dass die das Wort MAX so gut wie überall so schnell wie möglich streichen werden. Denn ähnlich wie auch Southwest Airlines in den Vereinigten Staaten hat Ryanair nun mal das Problem in Anführungszeichen, dass die gesamte Flotte aus der 737 besteht. Und somit die 737 MAX in gar nicht mehr allzu weit entfernter Zukunft einen Großteil der Flotte übernehmen wird oder irgendwann sogar die komplette Flotte darstellen wird. Und dass man da dann irgendwann mal den Stempel bekommen könnte, okay, das ist die Fluggesellschaft, die nur mit diesen Unglücksflugzeugen fliegt, das möchte man dann von Anfang an so gut wie es geht vermeiden. Mit anderen Worten, man hat sich von Anfang an bei diesem Thema eine ganze Menge Gedanken ums Marketing gemacht, um Situationen wie der für Verunsicherung sorgenden Sicherheitskarte bei so manch anderer Fluggesellschaft aus dem Weg zu gehen. Und dafür muss die Bezeichnung MAX weg. Und schon sahen wir auf den ersten Maschinen die Bezeichnung 737-8200 gepinselt. Gut, aber die ziehen das tatsächlich mit dem Zusatz Game Changer durch. Also Ryanair spricht in der eigenen Pressemitteilung tatsächlich davon, dass ihr neues Flugzeug die 737-8200 Game Changer sei. Kann man so machen. In diesem Zusammenhang wird auch immer mal wieder das Wort revolutionär verwendet. Wie revolutionär diese Maschine wirklich ist, das klären wir dann gleich. Die erste Maschine für Ryanair, welche sich am vergangenen Mittwoch vom Boeing Field in Seattle, dort wurde das Flugzeug ausgeliefert, geparkt war das Ding vorher in Moses Lake, zusammen mit ganz vielen anderen davon, auf den Weg nach Dublin machte, ist die Echo India Hotel Echo November und damit tatsächlich eine neuere 737 MAX. Ein Flugzeug mit Erstflug im März 2021. 9 Stunden und 4 Minuten betrug die Flugzeit nonstop nach Dublin, dort wo das Flugzeug jetzt auf die Eingliederung in den aktiven Flugbetrieb der Ryanair vorbereitet wird. Und was man dabei bei dieser ganzen Sache nicht vergessen darf, ist, von den 210 Festbestellungen, welche Ryanair für diese Version der 737 MAX hat, wurden nicht erst eine Handvoll produziert oder so, sondern es sind bereits über 40 Exemplare fertig, die bei Boeing auf dem Hof stehen und auf ihre Auslieferung warten. Und so machte sich dann bereits 2 Tage später, also am vergangenen Freitag, eine weitere 737 MAX für Ryanair auf den Weg nach Dublin. Dabei handelt es sich um die Echo Zulu und damit um ein Flugzeug, welches den Erstflug im Dezember 2019 hatte. Was wiederum schon eine ganze Weile her ist. Dieses Flugzeug wurde also in einer Zeit produziert, in der man noch nicht so ganz wusste, was man alles an der Maschine ändern muss, damit das Ding dann auch wirklich bald mal wieder Passagiere fliegen darf. Natürlich sind die Flugzeuge jetzt aber auf demselben Stand, also softwareseitig und so weiter, sind die Flugzeuge logischerweise identisch und beide dürfen Passagiere fliegen. Wann genau der erste Passagierflug bei Ryanair mit der 737 MAX wirklich dann stattfinden wird, wo man das Ding buchen kann und so weiter, konnte ich leider auf die Schnelle nicht herausfinden. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare, freue ich mich dann sehr drüber. Und ansonsten bekommt die Fluggesellschaft in diesem Jahr, so wie es aussieht, tatsächlich noch 10 weitere Exemplare der 737 MAX. Aber 6 davon werden in der ganz normalen Ryanair-Bemalung dann bei der Fluggesellschaft ankommen. 6 weitere Exemplare, also die andere Hälfte, geht dann zur Malta Air. Ja, damit hat man in diesem Jahr dann 12 737 MAX in der Flotte der Ryanair Holding. Und im nächsten Jahr sollen dann nochmal ganze 50 Maschinen dazukommen. Kann man sich eventuell die Frage stellen, warum holt man sich dann jetzt nicht einfach diese über 40 Flugzeuge, die da sowieso mehr oder weniger fertig rumstehen, und holt sie jetzt einfach zu Ryanair? Weil auch diese Fluggesellschaft logischerweise nichts mit so vielen neuen Flugzeugen auf einen Schlag anfangen kann. Dafür müssen irgendwo auch andere Flugzeuge wieder ausgeflottet werden, beziehungsweise wo kriegt man auf einen Schlag so viele neue Passagiere her, damit man damit mal eben fast 50 Flugzeuge füllen kann. Das ist logischerweise unrealistisch. Auf der anderen Seite bedeutet das Einflotten neuer Flugzeuge, trotz der Tatsache, dass es sich hier ebenfalls um eine Boeing 737 handelt, auch viel Arbeit. Viel Arbeit für das Wartungspersonal der Fluggesellschaft, viel Arbeit in der Organisation, viel Arbeit für die Leute, die im Hintergrund der Fluggesellschaft arbeiten, aber auch viel Trainingsaufwand bei den Besatzungen. Denn jetzt reicht natürlich für die 737 MAX eben nicht nur ein einfaches Computerprogramm, sondern die Piloten müssen alle in den Simulator, um für die 737 MAX ausgebildet zu werden.
Da sitzt man logischerweise schon eine ganze Zeit lang dran, aber wie genau ein solches Trainingsprogramm dann ja wirklich aussehen muss, das weiß ja auch eine Ryanair erst seit einigen Monaten und nicht seit 2, 3 Jahren. Und somit funktioniert das Einflotten eigentlich so wie halt immer bei einem neuen Flugzeugtypen und ist damit eben mit einem enormen Trainingsaufwand verbunden, wofür eine Ryanair in einem ganz normalen Sommer in Anführungszeichen eigentlich gar keinen Platz und gar keine Zeit hat. Das Ausbildungspersonal einer solchen Fluggesellschaft soll in einem Sommer, muss in einem Sommer eigentlich selbst im Cockpit sitzen und zwar dauerhaft im Cockpit sitzen und Passagiere von A nach B fliegen. Und das eben in echten Flugzeugen und halt nicht im Simulator, um dort irgendwelche Kollegen auszubilden. Die Dienstpläne sind quasi alle randvoll und sie sollen logischerweise durch so wenig Trainingsereignisse wie möglich gestört werden. Nicht zuletzt, auch aus diesem Grund, war bis vor wenigen Wochen eigentlich noch gar nicht so richtig klar, ob Ryanair in diesem Sommer überhaupt noch 737 MAX erhalten wird. Denn Auslieferungstermine im April und im Mai wurden dann immer und immer wieder nach hinten verschoben, nach Aussage von Ryanair-Chef Michael O'Leary, aufgrund von Papierkram zwischen Boeing und der FAA. Dabei braucht man bei Ryanair die 737 MAX so wahnsinnig dringend. So zumindest seine Aussage. Aber wie kann das denn sein, dass jetzt gerade diese Fluggesellschaft so wahnsinnig viele neue Flugzeuge gebrauchen kann? Naja, offiziell geparkt hat Ryanair tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt so gut wie gar keine Flugzeuge mehr. Logischerweise läuft auch diese Fluggesellschaft aktuell noch nicht auf Anschlag, aber sie bereitet sich eben mit einer deutlich offensiveren Strategie auf dieses Auf-Anschlag-Laufen vor. Das ändert nichts daran, dass auch bei Ryanair die Zahlen noch immer schrecklich sind. Man hat gerade erst Ende März Zahlen für das bis dahin gelaufene Geschäftsjahr vorgestellt. Über 800 Millionen Euro Verlust hat man da gemacht und über 80% weniger Passagiere als im Zeitraum vor Corona. Aber die Strategie bleibt bei dieser ganzen Nummer sehr offensiv. Das kostet zwar Geld, sorgt aber eben auch dafür, dass sich die Fluggesellschaft quasi dauerhaft in Lauerstellung befindet und, ganz einfach gesagt, auf jede mögliche Strecke springen wird und auf jede mögliche Strecke springen kann, die sich in diesem Sommer bereits wieder lukrativ in Europa fliegen lässt. Und das bedeutet, dass Ryanair eigentlich so wie keine andere Fluggesellschaft im Markt sehr offensiv die Corona-Krise versucht, zumindest auf dem Papier, als Chance zu nutzen, um sich dann eben ganz massiv Marktanteile zu sichern und sich dann ganz massiv als starke Nummer 1 in Europa zu platzieren. Und dafür braucht man dann wieder eine ganze Menge neue Flugzeuge. So viel zu den eventuell durch Corona verschwindenden Überkapazitäten im europäischen Markt. Nope. Das Einflotten der neuen Flugzeuge läuft jetzt also gar nicht unbedingt anders, aufgrund der besonderen Situation. Sondern eher für die Ryanair-Strategie, welche ja auch gar nicht unbedingt anders ist, aufgrund der besonderen Situation, einfach etwa 2,5 Jahre zu spät. 2026 prognostiziert Michael O'Leary für seine Fluggesellschaft bereits über 200 Millionen Passagiere und damit gut ein Viertel mehr Passagiere als vor Corona. Dafür braucht es dann eben auch eine ganze Menge von diesen Gamechangern. Aber was macht dieses Flugzeug denn jetzt zum Gamechanger? Erstmal, so revolutionär ist es vielleicht gar nicht unbedingt, aber trotzdem für Ryanair perfekt. In eine heutige Ryanair 737-800 passen 189 Passagiere und das Flugzeug ist wirklich voll mit Sitzen. Aber im Blick auf den Sitzplan der neuen 737 MAX 200, ein Sitzplan verrät eigentlich schon alles Wichtige. Wenn ihr es jetzt schon in Ryanair-Flugzeugen eng findet, dann wird es jetzt wirklich abgefahren. Denn diese 8 zusätzlichen Sitze entstehen unter anderem über einen geringeren Sitzabstand. 30 Zoll ist der Sitzabstand, den man jetzt mindestens in Ryanair-Flugzeugen findet. Das sind um die etwas über 76 cm. Jetzt wird reduziert auf 28 Zoll und das sind mal eben knapp 5 cm weniger. Das ist echt eine ganze Menge. Aber es ist der neue Standard im Low-Cost-Fliegen in Europa. So ausgestattet sind zum Beispiel auch die Flugzeuge der Wizz Air. Und dazu wandert dann noch ein Teil der vorderen Galley ins Nix und da kommen dann halt Sitze hin. Und ja, die hintere Galley wird ebenfalls verkleinert. Die beiden Toiletten, die sich im hinteren Teil eines Ryanair-Flugzeuges befinden, wandern in die Galley. Also so wie wir das schon von anderen Ausführungen, von anderen Flugzeugen kennen. So wie zum Beispiel auch auf der neueren A320neo Lufthansa Europaflotte. Ein bisschen Platz geht dann noch für die dazugekommenen Notausgänge hinter den Tragflächen verloren. Es entsteht also in den neuen Ryanair-Flugzeugen eine dritte Notausgangsreihe und damit eben auch eine dritte Reihe mit Premium-Sitzplätzen mit etwas großzügigerem Sitzabstand. Damit ist das Ryanair-Flugzeug tatsächlich sehr eng bestuhlt, aber eben auch sehr gut genutzt. Werden eine neue 737 MAX und eine alte 737-800 der Ryanair auf 189 Passagiere aufgefüllt, dann nehmen sich diese beiden Flugzeuge nicht viel.
Natürlich fliegt die 737 MAX etwas effizienter als ihr Vorgänger, aber die 8 in diesem Beispiel zusätzlichen freien Sitze und die damit prozentual etwas geringere Auslastung bei dem neuen Flugzeug stört nicht, ist kein Problem. Aber die Möglichkeit, diese 8 Sitze jetzt zu füllen, wird diese genutzt, dann macht das echt einen riesen Unterschied, denn auf dem Papier ist das tatsächlich einfach gewonnener Platz. Gewonnener Platz und damit eventuell mehr zahlende Kunden ohne zusätzliche Kosten. Dazu nur ein ganz wichtiger Punkt, um das Ganze zu erklären. Man braucht auf diesen Flugzeugen eine Flugbegleiterin oder einen Flugbegleiter pro Türpaar. Und man braucht eine Flugbegleiterin oder einen Flugbegleiter pro maximal 50 Passagiere. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, warum einige US-Airlines in ihrem Airbus A320 mit mehr oder weniger großer Business Class mit exakt 150 Passagieren mit nur 3 Leuten in der Kabine fliegen dürfen. Gut, Ryanair hat jetzt aber 189 Leute, das heißt, die brauchen auf jeden Fall 4 Flugbegleiterinnen oder Flugbegleiter. Wenn sie 197 Leute drin haben, dann brauchen sie immer noch 4 Flugbegleiterinnen oder Flugbegleiter. In diesem Marktsegment fliegt man mit einer sehr geringen Marge. Stichwort Überkapazitäten, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, alles nicht so richtig geil, aber Ryanair hat hier im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften sowieso eine sehr starke Position. Und jetzt mit dieser perfekt genutzten 737-8200, mit dieser perfekt ausgenutzten Maschine, die wirklich ideal für Ryanair ist, können Sie diese starke Position nur noch weiter ausbauen. Und wenn Sie die Flugzeuge genauso voll kriegen wie sonst, dann stört das niemanden, dass da ein paar freie Sitze drin sind, dann läuft das. Aber wenn Sie dann diesen zusätzlichen, kostenlos dazugewonnenen Platz, diese freien Sitze auch noch voll kriegen, auch wenn das so unwichtig wirkt, dann ist das ein echt wertvoller Vorteil. Klar ist hier wegen Passagiere und so, Komfort ist alles nicht ganz so geil und auch hier Arbeitsbelastung für die Crew und so. Aber hey, das ist gut für die Fluggesellschaft. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Falls ihr euch für die Blueprints interessiert, die gibt es noch immer auf aeroshopgermany.com. Schaut gerne mal vorbei. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Es gibt wohl keine Fluggesellschaft auf der Welt, die so krass von den Auswirkungen in diesem... Mann, fuck! Ja, welche sich am vergangenen Mittwoch von... woher auch immer... lukrativ fliegen lassen. Das... Ryanair nutzt mit dieser 737 MAX 8200, keine Ahnung, wie das Ding heißt...